Willkommen! In diesem Video lernst du Wörter nach dem ABC zu ordnen. Hier siehst du das ABC. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Das ist das ganze ABC. Manchmal weißt du vielleicht nicht, wie man ein Wort schreibt. Dann hilft es dir, wenn du in einem Wörterbuch nachschlagen kannst, um zu schauen, wie es geht. Das ABC soll dir hierbei helfen, das Wort im Wörterbuch zu finden. Wenn es zum Beispiel um das Wort Maus geht, weißt du, im Wörterbuch sind die Wörter nach dem ABC geordnet und du musst bis zum Buchstaben M zum Beispiel das Wörterbuch aufschlagen und dann nach Maus gucken. Wir sortieren jetzt einige Wörter nach dem ABC. Die Wörter, die ich dabei habe für dich, sind diese. Krokodil, Fisch und Affe. Wir schauen uns jetzt das ABC an, wie man sie ordnen kann. Also, mit A fängt der Affe an. Also ist das unser erstes Wort. Dann schaue ich weiter. Kommt zuerst das F oder das K im Alphabet, also im ABC? Es kommt zuerst das F. Also kommt der Fisch hier hin und das K kommt ja erst nach dem F. Das heißt, ich schaue immer nach meinem ersten Buchstaben wie ich ihn ordnen muss. So, ich sortiere Wörter also nach dem Anfangsbuchstaben. Manchmal gibt es aber da ein Problem. Schau mal her. Bei diesen Wörtern ist ja der Anfangsbuchstabe immer derselbe. Es ist ja immer ein A. Wonach sortiere ich dann? Genau, ich schaue einfach nach dem zweiten Buchstaben. Okay, also nach dem M. Oh je, aber der ist ja auch derselbe. Dann schaue ich nach dem dritten Buchstaben. Das ist hier ein P bei Ampel, hier ein E und hier ein S. Ah, okay. Also, dann muss ich also nach P, S oder E sortieren. Ich schaue im Alphabet, im ABC. Welcher Buchstabe kommt als erstes? Richtig, das E. Das ist also mein erstes Wort. Dann schaue ich weiter, was kommt danach? Richtig, das P. Und zuletzt kommt das S. Also ordne ich meine Wörter in dieser Reihenfolge. Das heißt für dich, merke dir. Ich sortiere Wörter nach dem Anfangsbuchstaben. Aber wenn der Anfangsbuchstabe bei mehreren Wörtern gleich ist, sortiere ich nach dem zweiten Buchstaben, ist dieser auch gleich nach dem dritten oder vierten Buchstaben. Nun darfst du selbst solche ABC-Ordnungen üben. Viel Erfolg!